Es ist durchaus legitim, über kreative Lösungen nachzudenken, wenn schwierige finanzielle Probleme auftreten. Dank diverser EU-Regelungen haben deutsche Staatsbürger immer noch die Möglichkeit, in England zu leben, zu arbeiten und unter Umständen einen Insolvenzantrag zu stellen, vorausgesetzt, dass man nachweisen kann, dass der sogenannte Mittelpunkt der hauptsächlichen Interesse des Betroffenen in England tatsächlich war, für eine längere Zeit vor Antragstellung. Vorteil davon ist natürlich, dass man 12 Monate nach Tag der Eröffnung des Verfahrens die Rechtsschuldbefreiung bekommt. In April 2016 sah sich aber allerdings das englische Gesetzgeber gezwungen, das englische Insolvenzrecht zu reformieren. Der Grund dafür war die großen Probleme mit Insolvenztourismus. Das ist ein bekanntes Thema und es gibt immer noch schwarze Schafe im Internet, die Pauschalangebote für Insolvenztourismus in England anbieten. Diese Angebote sollte man allerdings vermeiden, da die Anbieter sind dem englischen Gericht mittlerweile bekannt. Und zweitens, diese Anbieter sind nicht zugelassen beim englischen Insolvenzgericht und sind nicht wirklich in der Lage oder gewillt, die Probleme lösen zu können im Voraus oder nachhinein, wenn die doch auftreten sollten. Seit 1992 bin ich als englischer Rechtsanwalt hier in Deutschland tätig. Insolvenzrecht ist eine meiner Spezialgebiete. Ich berate für deutsche Verbraucher, deutsche Firmen sowie Gläubiger im Ausland in solche Angelegenheiten. Aus dieser Erfahrung weiß ich, wie das rechtlich und aus praktischer Sicht funktioniert und vor allem, was nicht funktioniert. Diese Erfahrung kann ich Ihnen weitergeben und im Rahmen eines persönlichen Gesprächs oder Telefonkonferenz im Hinblick auf Ihre besonderen Umstände, dann können Sie in Ruhe entscheiden, ob ein englisches Insolvenzverfahren für Sie doch in Frage käme oder lieber nicht. Sie können mich immer unverbindlich kontaktieren. Ich würde mich freuen.